Man hat halt vor dem zweiten Examen nicht die große Zeit wie vor dem ersten, sich in monatelanger Arbeit alles zusammenzuschreiben, sondern man muss ganz schnell anfangen zu lernen, weil man nur ein paar Wochen oder nur so 3, 4, 5, 6, 7 Monate hat und da rennt die Zeit weg. Man muss Klausuren schreiben, man muss Schriftsätze üben, man muss Anträge üben, man muss Rechtsprechung lesen und das ist viel zu viel Holz. Der Witz ist, so schnell es geht mit dem Lernen anzufangen. Da hilft natürlich dieses Crashkurs-System extremst, weil man dann sehr schnell vorankommt. Ich halte die Kaiser-Seminare für einen sehr sinnvollen Beitrag zur Vorbereitung auf das zweite juristische Staatsexamen, weil Herr Kaiser es nicht nur schafft, oder die Kaiser-Brüder allgemein es nicht nur schaffen, auf sehr unterhaltsame, sondern auch auf sehr einprägsame Art und Weise die Inhalte zu vermitteln. Ich habe mich in Klausuren schon häufiger an Inhalte aus den Seminaren zurückerinnert. Und man lernt sehr viel über Klausurtechnik, was ich sehr wichtig finde. Die Kunst besteht darin, so schnell es geht, die wesentlichen Sachen auf ein lernbares Minimum herunterzuschrauben. Ich würde viel mehr aktuelle Urteile lesen, Formalia und Schriftsätze üben, weil das eine Sache ist, wo es im zweiten halt extremst auch unter anderen Dingen drauf ankommt. Und das habe ich total vernachlässigt. Ich habe mich im Prinzip so ähnlich vorbereitet wie aufs erste, im stillen Kämmerlein, alles für mich selbst gemacht. Und das ist nicht gut. Bei Kaiser hat man mehr die Examenspraxis drin. Es werden halt viele Möglichkeiten der Hilfestellung geboten und es wird halt auch immer wieder auf den Praxisfall eingegangen. Grundsätzlich würde ich jedem Referendar empfehlen, solche Kaiser-Seminare bei uns mit zu besuchen, wenn er hier seine Station macht. Das ist ein Mehrwert, der kostenfrei eben angeboten wird. Deswegen, ja, klare Empfehlung, so ein Seminar mitzumachen.